So, da bin ich wieder. Ein bisschen früher. Und wir müssen uns jetzt noch um die Kinder kümmern. Und ich glaube, es ist hier drin. Dort beim Hochsicherheitslabor, der erste Fahrstuhl. Und in der Pause habe ich mal ganz kurz die Waffen geupgradet. Dem, was wir alle so gesammelt haben. Dann schauen wir doch da mal vorbei. Komisch, jetzt zeigt es mal Gegner an. Naja, fahren wir mal runter. Und dann, glaube ich, können wir endlich von diesem blöden Planeten weg. Okay, das ist ein bisschen was Größeres hier. Und was machst du hier ganz alleine? Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Bisher verstehe ich rein gar nichts. Was haben Sie hier gemacht? Binhex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Gelteschlaf. Sie haben ein tausend Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Offensichtlich haben sie sich geirrt. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Das ist ja alles faszinierend, aber wir haben keine Zeit zum Plaudern. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Ja, also er hat eigentlich das bestätigt, was auch die Königin schon gesagt hat. Also, wenn wir diese fehlgeleiteten Kinder leider töten. Okay. Aber das wird ja nicht alles sein, oder? Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Sig Semper Tyrann. Dieser Code war nicht richtig. Bitte melden Sie sich umgehend beim Sicherheitsdienst zwecks Arrest und Verhör. Nein! Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Okay, sprich, wir müssen eigentlich zu den Jungs wieder zurück, die ganz toll auf uns zu sprechen sind. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Ach. Das war's? Habe ich jetzt den Code? Hat er den bei sich gehabt?
Okay, ich probier's gerade nochmal. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronen. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Das soll heißen, wir müssen jetzt hier mal ganz schnell weg. Warum macht der nix? Ach du Scheiße. Seht ihr die ganzen roten Punkte? Oh, oh, oh. Ah, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Tschüss. Ich glaube, das war's. Heftig. Okay, schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Mission erfüllt. Sie haben den Matriarchen besiegt und ihr Rachne in die Hochsicherheitslabine mit. Verlassen Sie jetzt die Liftstation mit dem gleichen Zug, mit dem Sie hergekommen sind. Ja, das mache ich nur zu gern. Und was für ein Zufall. Da steht auch der Zug. Ganz schnell weg hier. Hoffentlich gibt es sowas wie Schnellreise. Mal den ganzen Weg jetzt wieder zurückfahren, das wäre schon ganz schön weit. Ja, Gott sei Dank. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Für den Augenblick. Alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum Ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Das haben die besser angenommen, als ich gedacht hätte. Okay. Ja, dann gibt es ja eigentlich nur noch eine Sache. Das wäre Squad. Achso, ja, ich habe wieder Punkte. Schmeicheln und einschüchtern hätte ich gern. Denn, genau, jetzt haben wir noch Ferus und das andere ist, ja, das mit den vermissten, Deutsch, hallo, mit den vermissten Forschern und reisen sie in den Newton-System, in den Kepler-Ransektor und waren sie den Doktor. Begeben sie sich in Strähnensystem, den Pferdeknopfnebels und suchen sie nach Spuren auf den Standort von Geralts Bruder und den Verbleib seines Schiffes hindeuten. Dann haben wir noch seltsame Übertragungen. Sind das System des Hawking-Ether-Clusters, untersuchen sie die seltsame biologische Kommune. Ich glaube, eine Nebenmission wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Andererseits... Ja, wir machen eine Hauptmission noch. Also Pharos. Und dann machen wir eine Nebenmission. Gut. Also, ab nach Pharos. Gutes Timing, erwartet. Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ja, auch nicht. Ich nehme sie im Kommunikationsraum an. Hm. Bin gespannt, was jetzt kommt. Wo war denn der? Mannschaftscasino. Zum Deck 1, zum Deck 1. Gehen wir mal nach oben. Ach, der war ja gerade dahinter. Ah, okay. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Und weiter? Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Gut, wäre ich jetzt wirklich da... Dann würde ich vermutlich dem jetzt nachgehen. Anstatt jetzt auf den einen Planeten nach Hinweisen zu suchen, weil da haben wir jetzt doch etwas Konkreteres. Gut, also. Ja, dann gehen wir da mal hin. Aber bedeutet garantiert wieder Stress. Na, hier gehen wir weg. Kommt nie wieder. Ganz da hinten. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Wieso rufen Sie immer mich, wenn es ein Problem gibt? Sie sind ein Spectre, Shepard. Und dies ist keine gewöhnliche Mission. Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Ja, man sollte mit KI nicht rumspielen. Ja, sie hätten das besser wissen. Synthetische Intelligenz ist eine gefährliche Technologie, Admiral. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse.
Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber Sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir Sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Ja, aber was hat das jetzt mit Saren zu tun? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. Okay, ja dann, landen wir mal. Wen nehme ich denn jetzt mal mit? Ich würde gern mal dich trainieren. Und ihr kommt mal mit. Wobei ist es schlau, euch zwei zu kombinieren, weil ich bräuchte auch Kampfstärke. Machen wir das mal. Technik-Kampfstärke. Das ist, glaube ich, okay. Squad annehmen. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Alles klar. Ihr zwei kommt mit. Und irgendwie kann ich mich so ganz vage an das erinnern. Was für Dinger? Schräg. Naja, im Zweifel erstmal alles hier umnieten. Irgendwas da oben macht noch Stress, aber ich sehe es nicht. Ah, da bist du. Okay. Ah, da schaut's an. Das sind die Gates wieder. Also sind nicht einfach von alleine hier kaputt gegangen. Dass man hier so eine Abgrenzung gemacht hat. Also, spieltechnisch klar, aber warum technisch? Schon mega nice. Okay, Radar ist jetzt mal wieder blockiert, war ja klar. Oh! Einfach keine Chance. Okay, diesmal mal. Ich glaube, hier möchte ich mal reingehen, weil hier gibt es garantiert was zu mitnehmen. Was? Wo? Ach, da oben.
Wo ist jetzt der? Ja, die... Die sind immer kein Hindernis. Aber alles, was irgendwie an Loot da ist, will ich halt haben. Und wenn es halt zum Verkaufen ist. Müssen wir dann auch nochmal upgraden. Das ist eigentlich alle beide. Sind ja schon länger nicht unterwegs gewesen. Mit denen. Wir sind ja mit denen gar nicht. Komm, geht's mal nach da vorne. Alter, diese Viecher. Und ich bin fast tot. Endlich. Hoffentlich hat es sich jetzt gerade gelohnt hier. Da, so. Ah, Shepard. Nein, mach's auf. Also, Fertigkeit zu kriegen. Also hat sich überhaupt nicht rentiert. Nice. Cool. Nur für einen Kasten. Na gut. Dann gehen wir mal wieder runter. Wird schon schief gehen. Ich glaube, nach der Mission werde ich erstmal Schluss machen. Jetzt würde ich doch 5 Stunden schon am Stream. Mal erstmal Futter machen. Komm, ich will da rein. Steuerung bitte. Dankeschön. Ciao. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss eigentlich nach links. Also weil ich nach rechts fahren. Vermutlich gibt es da irgendwas Tolles. Da hinten haben. Gemäß Karte ist es ja eine Sackgasse. Oh. Ein großer. Hä? Aber das wäre doch... Doch keine Sackgasse. Ja, okay. Schade. Ah, da hinten haben wir aber noch einen Koloss. Ja, wobei, die glaube ich, können wir ignorieren. Lass mal weiter düsen. Ich würde sagen, das ist unser Ziel. Andererseits, wenn wir hier aussteigen müssen, dann werden wir den Koloss vielleicht doch kaputt machen. Gut, dann wäre das erledigt. Na komm, dreh dich um, dreh dich um. Da kommen wir natürlich nicht durch. Alles klar. Wieso auch nicht? Aber da vermutlich oben die Tore öffnen müssen.
würde ich schon mal auf die Sniper gehen. Ja, das war ja klar. Das war vielleicht keine so gute Idee. Ah, bitte lass mich nicht weit weg sein. Bitte, 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 bitte. Ach, Menno. Ja, liebe Leute, ich glaube, an der Stelle mache ich erstmal Schluss. Und dann spielen wir bei der nächsten Session weiter. Und jetzt. Ich merke, dass ich nicht gefuttert habe. Dann werde ich erstmal mal futtern. Eventuell komme ich heute am Abend nochmal online. Ansonsten später und für YouTube werde ich an der Stelle schneiden. Also, bis denn dann. Ja, liebe Leute, damit einen wunderschönen guten Morgen zu einem neuen Mass Effect Stream. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Denn wir müssen das hier wieder neu machen. Ich würde sagen, dieses Mal werden wir mal durchrushen. Und los geht's. Ah, ich habe so fest Freude. Übrigens, die Kollegen hier, die sind freundlich, die tun nichts, die laufen nur rum. Das wollte ich jetzt nicht, tut mir leid. Okay. Ich habe es nämlich gestern noch offscreen mal probiert, hier durchzurushen, das geht. Und das werden wir jetzt auch machen, damit es ein bisschen schneller geht. Wir haben Gott sei Dank eine recht gute Panzerung. Ah, müssen wir davon schaffen zu fahren. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe den ganzen Squad geupdatet. Ah, schon wieder outlauten hier, ne? Ich glaube, ich werde es auch mal für mich kurz leiser machen. So. Hoffe, das passt dann auch im Stream. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht kriege, sind natürlich die ganzen XP. Aber es ist ja ohnehin ja nicht so viel, als würde ich das... Oh. Ich werde mal platt machen. So, da. Und Stufenaufstieg. Mal wieder. Wir werden jetzt dabei nach links. Dann sollten wir auch schon fast da sein. Nur eins und Goliath kommt jetzt noch. Und tschüss. Okay, das war der letzte. Okay, bei dem ist irgendwie nicht so geil zum drüber fahren. Rechts haben wir noch einen Goliath, aber der kommt nicht zu uns. Mir fällt es auch gerade jetzt auf. Dieses Geschütz hier. Okay, guten Morgen zusammen. Da oben hat es auch noch ein paar Leute. Habe ich die erwischt? Nee, sieht aber nicht so aus. Ah, doch. Habe ich gekriegt. Gut, steigen wir mal aus. Okay. Besser als wie beim letzten Mal. Was ist los? Alles okay? Gut. Einmal Tor aufmachen. Wow, 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 wow. Was? Wir machen mal das hier. Und gehen dann gerade aus dem Weg.
Okay, der letzte. Glaube ich zumindest. Torstörung. Sehr gut. Und das Flak abdrehen. Ich sehe, und dass die Einheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Ah, shit. Nice. Sonst haben wir hier nichts mehr. Okay, sind bereit, Abflug. Commander. Könnte vielleicht doch noch mal ein Ticken lauter sein. Machen wir es mal so. Wenn es zu laut ist, einfach sagen. Ich glaube, allzu weit haben wir es ja nicht mehr, oder? Nee, es ist nicht mehr sehr weit. Oh, da ist er. Kannst du mal bitte wenden? Dankeschön. Ah, da oben haben sie noch ein paar versteckt hier. Krieg sie aber nicht. Ah, doch. Das ist ein guter Trick. Gut, letzte Tor hier. Na komm her. Oh, sie kann Schilde machen. Das wusste ich ja gar nicht. Und da gibt es etwas zum Aufsammeln. Und hier drin haben wir auch wieder zwei. Ich probiere es mal mit der Scharfschützen-Knarri. Bestimmt noch einer hier drin. Geht's mal beide nach vorne. Nice. Sehr gut gemacht, ihr beiden. Das war's. Wir sollten jetzt keine Probleme mehr haben, das Camp zu erreichen. Ich muss unbedingt das mit den Schlössern noch trainieren. Damit wir das ganze gute Zeugs kriegen. Ich höre die ganze Zeit Gewitter, aber das Wetter ist doch eigentlich schön. Ja gut, außer da hinten. Da ist vielleicht nicht ganz so schön. Ah ja, okay, da. Aber ist noch nicht. Schöner Planet hier, so grundsätzlich. Man hat einfach nur die Küste gesehen. Die Normandie ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Okay. Das sieht wie eine Basis aus. Da ist das salarianische Camp. Okay, wunderbar. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt.
Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Die Geths sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Machen Sie sich keine Sorgen, Captain. Ich mache mir Sorgen. Das ist der Grund, warum ich noch lebe. Warum reden Sie nicht mit dem Kroganer? Meine Männer und ich brauchen etwas Zeit, um einen neuen Angriffsplan auszuarbeiten. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ging. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Wegen Rex mache ich mir keine Sorgen. Er wird keine Probleme machen. Wie Sie meinen. Aber ich werde ihn im Auge behalten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja, nee. Das könnte jetzt ein Problem werden. Wenn man die Genophage bei die Populationskontrolle von denen, ja, weil sie ja sonst nicht alles platt gemacht hätten und jetzt natürlich die Aussicht auf ein Heilmittel, das wir das zerstören wollen und er nicht gut findet, ist natürlich klar. Puh. Schwierige Entscheidung. Sprechen wir mit ihm. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ja, ich will es nicht entscheiden. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Ich nicht. Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Es ist nicht so einfach. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Bitte, Rex, wir können darüber reden. Kein Gerede mehr, Shepard. Ich muss das auf meine Weise machen. Was? Das sehe ich anders, mein Freund. Warum zum Teufel haben Sie das getan? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Tut mir leid, Sir. Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass er Sie verletzen könnte. Oder Schlimmeres. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Tun Sie das nie wieder. Verstanden? Verstanden. Was zum... Haben Sie ihn getötet, Chief? Besser sein Leben als das des Commanders. Ja. Alter, das hätte...
Das hätte jetzt doch nicht sein müssen. Na. Alter, Ashley. Oh, du hast zu viel Temperament. Ah, fuck. Puh. Naja, zumindest kriegt die Korgana das vermutlich erstmal nicht mit dem Heilmittel. Alter. Ja, okay, und jetzt? Sollen wir mit ihm wieder reden? Das war jetzt richtig uncool. Nee, da müssen wir nicht hin. Sauhandsplan. Okay, wir sollen uns vorbereiten. Ja, dann werden wir das mal kurz machen. 2, 3, 4. Ja, werden wir mal ausrüsten. Ja, ist okay. Das Stärkste uns zu geben, was wir so haben. Passt eigentlich 122. Aber kaum Kühlleistung. Equalizer. 161 Schaden. Überhitzt aber recht schnell. Ah, dann gehe ich eher auf das. Hier gibt es auch nichts Neues. Und Rüstung. Ach, haben wir auch nichts Neues. Okay. Squad. Ich hätte gerne dechiffrieren noch mehr. Erste Hilfe. Gut. Alter, das Spiel ist einfach gnadenlos. Soldat. Das sieht echt schräg aus. Gut. Garus, was sagst du zu dem Ganzen? Sie haben bezüglich Rex das Richtige getan. Er hätte die gesamte Mission gefährden können. Ja, aber erschießen hätte trotzdem nicht sein müssen. Tut mir leid, dass man mit dem Kroganer nicht vernünftig reden konnte. Soll ich mich einsetzen, dass seine Bestattung vom Rat übernommen wird? Oder sollen wir seine Leiche einfach in den Sumpf werfen? Wow. Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen. Wir schulden ihm ein anständiges Begräbnis. Sie haben einen seltsamen Ehrenkodex, Commander Shepard. Aber ich werde alles Nötige veranlassen für den Fall, dass wir den Angriff auf Sarens Basis überleben. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Wir werden sie nicht direkt angreifen können. Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, es ist auch anders zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Das will ich eigentlich nicht. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle? Letztendlich sind wir doch alle Soldaten. Nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Ja, aber ich würde tatsächlich Ashley da mitschicken, für das, was sie vorher gerade getan hat. Mal schauen, ob sie das überlebt. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird
und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht. Es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Ich... Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Was auch passiert, hört nicht auf zu schießen. Wir gehen da rein, machen Sie fertig und werden am Ende die Einzigen sein, die an der anderen Seite wieder rauskommen. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ja, gute Ansprache. Okay, wen nehme ich jetzt da mit? Dich haben wir ja leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es eine Option gegeben hätte, ihn zu retten. Und wenn ja, wie? Vielleicht hätte ich sie da nicht mitnehmen dürfen. Und ich würde gerne... Ja, ich nehme ihn nochmal mit. Squad annehmen. Komcheck, können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Manuel steht unter Dauerbeschuss. Achten Sie auf Geschütztürme. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Da haben wir schon die ersten Verluste. Williams mit dem Igor-Team. Manowai, J2-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Doch, da. Oh, schießt sie da hin. Mit einer hinter der Wand da. Ja, natürlich. Und da unten. Wir kommen aber da nicht ran. Sehr gut. Geht's mal auf den da oben, bitte. Wir sollten mal überprüfen, Außenposten nützliche Informationen. Sehr gut. Hier unten müssen wir nochmal reingucken, ob es da was Interessantes hat. Aber ich glaube, das waren jetzt erstmal alle. Okay, keine Kombination mehr. Sehr gut.
Alles klar, schauen wir mal auf die Karte. Okay. Wir können tatsächlich da hinten rumgehen. Oh shit, das ist ja ein Riesenkomplex. Gut, dann gehen wir mal so hinten rum und so lang. Mal schauen, ob das eine schlaue Idee ist. Hier hat sonst nichts mehr. Bisschen zu ruhig. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manoval. Okay. Nicht schlecht, nicht... Oh, 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 oh. Fliegende Geschütztürme. Das habe ich gern. Kommt's wieder mit zu mir. Da haben wir da wieder hier was um die Ecke. Eis. Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Hier nur einen einzigen. Aber es werden gleich mehr kommen, sobald ich den... Stopp. Oder? Oder auch nicht. Kann ja nicht sein, dass das der einzige hier gewesen ist. Hm. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ist wirklich sonst keiner. Oh. Guten Tag. Nicht mit mir. Ah, ich hab's doch gewusst. Bobasch. Lebt der immer noch? Ja gut, das ist ein Korgana. Die halten halt schon ein bisschen was aus. Okay, erstmal Loot. Medigear. Ich sehe ein Ausrufezeichen. Geht's hier noch irgendwo nach oben? Hä, wie komme ich denn da rauf? Oder muss ich das zerstören? Ich muss zerstören. Gut, alles klar. Aber ich habe nach wie vor ein Ausrufezeichen. Mal drauf schießen? Nee. Unten rein können wir auch nicht. Ah, Moment mal. Ja, okay. Ich hoffe, das ist gewesen. Es sieht auch wieder nach Hinterhalt aus. Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Lang oder da lang? Oh, guten Tag. Ah. Oh shit, da kommt was von rechts. Sehr gut. Und da ist der Korgana. Ah, nicht weglaufen. Das ist so fies, dass sie sich wieder heilen können. Und einen zweiten. Ah, so ein Shit. Sehr gut. Gibt's hier noch was zu tun?
Naja, eigentlich nur ein Loot. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier unten. Ne, wir wissen noch da oben. Wobei, wir werden mal da reingucken, ob es da was Interessantes hat. Immer dahin gehen, wo man nicht offensichtlich hingehen sollte. Gibt es die schönsten Sachen. Oder vielleicht in dem Fall eine gute Position zum Snipern. Upgrade geht. Siehst du? Da gibt es ja tolle Sachen. Oh, und wir könnten da mal Hallo sagen. Keiner da gewesen. Okay, da gehen wir den regulären Weg. Feind ist hier noch ganz in der Nähe. Wo denn? Da ist er. Und da vorne ist die Tankanlage. Kann man da zuerst hingehen. Gibt vermutlich ja wieder was zum kaputt machen, damit wir unseren Kollegen hier helfen können. Oh. Sehr gut, ich hab's auch gewusst. Und die dürfen wir auch kaputt machen. Da nehme ich mal das hier. Sehr gut. Passt das? War jetzt auch schon wieder ein Ausrufezeichen, was nicht weggeht. Aber ich gehe mal davon aus. Okay, weiter rein zur Basis. Sieht nach Stress aus. Was ist keiner da? Das sind nur die Schilde. Doch, da. Ein Kroganer mal wieder. Ich bin der Einzige, der hier mit Scharfschütze macht. Bringt den um. Okay, das dürfte es gewesen sein. Machen wir hier noch ein. Ach, auch wieder ein Kroganer. Der nicht rauskommt. Jetzt geht's mal nach vor. Ich helfe euch von hier aus. Nein, schießt auf ihn, schießt auf ihn! Ah, diese blöde Heilung von denen. Komm, auf mit dir. Okay, gibt's hier was zu machen? Wir haben hier Einrichtungseingang, Einrichtungseingang. Ich würde den rechts erstmal nehmen. Oh, was ist das? Shadow muss nah dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung halten. Nice. Okay, rein geht's. Wir nehmen vielleicht das hier.
Sieht nach einer Falle aus. Drei Türen. Welche nehmen wir denn? Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Williams und die Salarianer. Nee, das kriegen wir schon hin. Einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Okay. Na komm, mach mal auf hier. Bitte das und bitte das. Und hier mach mal das und das. Scheiße, ich brauche ein Medikit. Das war jetzt ein bisschen zu heftig. Aber hier hinten ist noch einer. Geht doch. Ja, das stimmt allerdings. Und warum helfen die da jetzt mit? Geht doch. Ich habe aber keinen Plan, wohin. Ich bin von aus da rein. Vermutlich war, hätten wir jetzt da den Alarm auf der anderen Seite ausgelöst, wäre vermutlich jemand gestorben. Aber ist nur die Vermutung. Auf die Karte gucken. Ne, da gibt's sonst nichts. Also gehen wir mal hier rein. Hallo? Ist da jemand? Da gibt's Leute zum Befreien. Da müssen wir schauen, dass wir runterkommen. Guten Tag. Sie müssen an Boden gewinnen, Williams. Wir wollen nicht, dass Sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Okay. Was haben wir jetzt hier alles? Wir haben hier zu den Arrestzellen, zu den Laboren, zum Labor. Ja, ich würde erstmal zu den Arrestzellen runter und denjenigen befreien. Ich wollte eigentlich auf Arsch spielen, aber so Arsch bin ich dann auch nicht. Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunter Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich vertreibe nicht, aber ich werde ihn rauslassen. Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Naja, wir sind eigentlich ein recht gutes Team.
Und ist das ein Fehler, wenn ich DP frei? Ich kann sie nicht da lassen. Keine Bedrohung hier, Commander. Ob sie uns überhaupt bemerken? Warum hat Saren das getan? Es gibt keinen Grund. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Commander Shepard? Scheint mir nicht die sicherste Option für uns zu sein. Lassen Sie sie raus, sie werden uns nichts tun. In Ordnung, Commander, aber mir gefällt das gar nicht. Es schläft nie. Sie ruft und ich muss ihr folgen. Mal sehen, ob das eine gute Idee war. Sonst hat sie hier keinen mehr. Ja, doch, da hat sie noch jemanden, aber den kann ich nicht rauslassen. Okay, dann gehen wir erstmal. Und ab zu den Laboren. Gott, der Vorstuhl hier. Oh, scheiße. Was zum Teufel? Was ist hier los? Ich brauche eine andere Waffe. Schon klar, dass die Korganer da mithelfen mit der Aussicht auf ein Heilmittel. Also da glaube ich, hat es nicht sehr viel Überredungskunst gebraucht. Hat sie denn noch was? Warum sollte Saren das machen? Moin Rui! Ich würde sagen, wir gehen irgendwo hier rein. Yes! Gebewegung laut dieser Dateienplan, die geht ein groß angelegter Angriff. Saren hat befohlen. Das war ein bisschen zu schnell weg. Wo geht's jetzt weiterhin? Genophage-Labore zur Sicherheit. Wir gehen da mal zum Sicherheitsbüro. Profi-Hacker, ja, ich hab geübt. Da lang, glaube ich, ging's. Scharf jetzt hier mal wieder. Ah, ich liebe diese Wumme. Ich wette, das müssen wir runterlassen. Moin sehen. Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Tanoctis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Ja, ich spiele auf Badass. Sie haben brutale Experimente an hilflosen Testpersonen durchgeführt. Sie haben Saren geholfen. Ich werde sie nicht leben lassen. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ich hatte keine andere Wahl. Tut mir leid. Das hilft ihren Opfern auch nicht mehr. Nein! Nein!
Es werden einige dich toll finden. Aber nee. Das, was sie ethisch gemacht hat, das war nicht okay. Okay, dann schauen wir mal. Schön. Schauen wir mal, was wir in dem Privatlabor so alles finden. Hoffentlich, was ist das wert? Was haben wir hier? Commander, sehen Sie doch. Da ist ja ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Das war es wirklich wert. Oh, bitte explodiert nicht wie beim ersten Mal. Okay, ich habe kaum was erkannt, bis auf Planeten in einer Reihe. Sarens Experimente müssen gestoppt werden. Mehr hast du nichts dazu zu sagen? Einer sagt was dazu? Okay. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VE ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig, die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale.
unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger. Holy, okay, das Schiff lebt also. Es ist genau der Gegner, den wir gesucht haben. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum sollten sie uns aufsteigen lassen, uns helfen und uns dann wieder zu zerstören? Wieso? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Da muss doch was Größeres dahinter haben. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Die Konsole ist hinüber. Befehle, Commander? Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Okay, dann sprengen wir das Ganze hier mal. Spannend. Mal vielleicht mal kurz gucken, wie wir laufen müssen. Sicherheitsbüro. Brutlabor, also einfach mal geradeaus laufen. Okay. Aber da war ja noch diese eine Zugbrücke. Und es gibt Gegner. Interessant. Das Gespräch. Die Geht entfernen sich von ihrer Stellung, Jaito. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg, Williams. Locken Sie sie hier raus. Andererseits auch ein interessanter Gedanke, dass die da in einem lebenden Organismus herumfliegen. Komm, geht's mal nach da vorne. Ich mach das von hier hinten. Weitestgehend. Sehr gut, hätten die auch mal. Irgendwie hätte es mich an Horizon Zero Dawn
Oh, mir sagt der Name was, aber ich weiß gar nicht mehr, um was im Spiel gegangen ist. Klär mich mal kurz auf. Richtig, ja. Oh, und da gibt es wieder was zum Looten. Alles mitnehmen. Wird er sonst eh in die Luft gesprengt. Scheiße. Ah, Maus, komm. Yes. Maus, geh nach oben. Komm, geh, 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 geh. Ah, scheiße. Okay, das würde ich jetzt nochmal probieren. Nein. Die Maus macht, was sie will. Mal auf den richtigen Moment abwarten. Na gut. Dinosaurier-Maschinen. Okay. Der Geschützturm könnte einige böse hinterlassen. Was? Wow, das hat mich fast gekillt. Shit. Was war das? Wer oder was war das? Ach nee, nicht die Dinger schon wieder. Wieder so ein Kettenwerfer da. Oh oh. Weg hier. Na komm her. So, das war's mit einem Raketenwerfer. So, dann haben wir noch diesen Springer irgendwo. Ah, wo bist du? Ja, ist es mit dem scheiß Laser gewesen. Waren das jetzt alle? Ja. Dach. Gut. Rein, Bombe legen und dann ganz schnell weg hier. Aber erstmal wieder alles mitnehmen. Muss ich das kaputt machen? Ah, na. Ja, das war ja klar. Sie sind uns gefolgt. Oh, willkommen. Ich brauche eine andere Waffe. Und ich brauche gern das da, das da und das da, bitte. Shadow Team. Jetzt sind wir an der Reihe. Dort ging es auch Maschinen, die eigentlich hilft, alles aufzubauen und die menschlichen zu entwickeln und andere Teil von ihr ist dazu da, alles wieder auszulöschen. Einfach grob erklärt. Ja, und was war da die Intention, dass man einfach wieder alles auslöscht, nachdem man es aufgebaut hat? Ist es. Wir müssen die Gate ausschalten und die Sprengladungen anbringen. Fuck, das sind wieder diese komischen Crawler da. Nee, bleib offen hier bitte. Ja, Leute, wir müssen hier auch mal aufmachen. Noch mehr? Das war doch garantiert.
garantiert nicht alles. Was ist das hier? Brotkammern? Das nach der Meinung der Maschine die Welt sich falsch entwickelt und zu resetten. Okay. Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter. Runter! Das hat er ja hier nicht gesagt, dass es falsch entwickelt, sondern sie wollten ja sogar die Ordnung reinbringen. Deswegen haben sie ja die Technologien da lassen. So wie das hier aussieht, glaube ich, gibt es hier einen Bosskampf. Woo! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Winston? Hier passiert doch gleich was, oder? Das ist die Bombe. Sieht aus wie ein Droide aus Star Wars. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle be... Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm. Los! Ja, nee, da wird keiner zurücklassen. Wir nehmen jetzt mal sie mit. Los geht's. Wo genau müssen wir da hin? Okay, das ist hier rechts gerade. Hoffentlich war das eine kluge Entscheidung, dass wir das jetzt tun. Ich brauche Deckung. Ah, wieder einer die Viecher. Ich weiß ja fast kein Leben mehr. Ganz schön rein. Okay, ist das jetzt gewesen? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Okay, nur noch einer. Ah, diese blöde Heilung von denen. Sehr gut. Ich glaube, das wäre auch schneller gegangen, wenn wir weiter nach vorne gegangen wären. Aber diese Springdinger pfeffern halt jedes Mal rein. Und Horizon soll sogar ein zweiter Teil rauskommen. Okay. Also das Jahr noch oder generell ein zweiter? Denn jetzt? Mal auf die Karte gucken.
zur Brutschnitteneinrichtung, zur Flugabwehr zum. Und wir müssen da hinten lang. Also. Müssen wir lang. Ah, oje. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was zum Teufel machen Sie da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Ah, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Caden oder Ashley? Caden oder Ashley? Ah, ich bin für Caden. So ein Shit. Alenko, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber mit ihm kann ich ein bisschen besser. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen kommen, Ash. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Fuck. Gut, da haben wir eine Retour. Ah, das Spiel ist gemein. Ja, kann ich jetzt nicht wieder Retour? Ich habe schon zwei Crewmitglieder verloren. Rex und Ashley. Ihr könnt mal auf das hier gehen. Ja. Wie denn? Fuck. Das und das bitte. Überleben. Okay, knapp. Gibt es noch mehr oder war das alles? Ist die. Ah, die Bombe ist da unten. Okay, könntest du uns jetzt bitte abholen? Das würde ich ganz toll finden. Das und das bitte. Legen Sie die Bombe und dann raus da. Wir können sie nicht länger... Verdammt! Sperrfeuer! Decken Sie die Flanke! Decken Sie... Ja, aber ich dachte, die... Oh, shit. Waren eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst.
Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Sovereign und seine Art haben die Proteaner vernichtet. Was gibt es mehr zu verstehen? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie haben Angst, dass Sovereign Sie beeinflusst. Sie haben Angst, dass er Ihre Gedanken kontrolliert. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Sovereign manipuliert Sie. Sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen Sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber Sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen Sie sterben. Ja, Saren ist auf alle Fälle nicht mehr er selber. Das glaube ich einfach nicht. Wir haben Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Ah, ich bin ein bisschen badass, ne?
Wobei, jetzt glaube ich, der schlechteste Zeitpunkt für sowas. Ehrentod. Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Ja, du hattest aber auch die Bombe, ne? Und die war ziemlich wichtig. Williams ist tot und wir können es nicht rückgängig machen. Aber wenn wir Sarah nicht aufhalten, ist sie auch noch umsonst gestorben. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Commander, Ihre Visionen, haben sie sich verändert? Wissen Sie jetzt, wo die Röhre ist? Ja, ich habe nur das mit dem Planeten gesehen. Ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher. Die Vision hat sich verändert, aber es ist immer noch verschwommen. Dann kommen wir so nicht weiter. Wir werden wohl nach Pharos reisen müssen. Vielleicht finden wir dort, wonach wir suchen. Ich werde Joker mitteilen, wohin unsere nächste Reise geht. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Ja, tun wir mal. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign, eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er ihre früheren Berichte gesehen, in denen sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Es ist tatsächlich ein Argument, was man sich überlegen könnte. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Naja, beide sind halt gleichermaßen die Bedrohung, die Sovereign und Saren zusammen. Also beide müssen aufgehalten werden, damit die da die Reaper da nicht rauslassen. Das wird immer härter hier drin. Okay, liebe Leute, ich mache mal ganz kurz eine Pause. Ich hole mal einen Kaffee, so 5 Minuten, und dann bin ich gleich wieder da. Also, bis gleich.